Hallo, herzlich willkommen zum großen Test des Deutsch-Patch für Path of Exile. Ja, ich hatte ja kürzlich das Video gemacht, dass er jetzt da ist, hatte ja ganz kurz mal reingeschaut, war ja eigentlich schon ganz positiv angetan, aber ich habe mir gedacht, mach's doch mal einen kleinen Test, denn das wird ja den ein oder anderen vielleicht auch interessieren, der jetzt überlegt, soll ich nochmal einen zweiten Anlauf starten und mir Path of Exile vielleicht mal auf Deutsch runterladen. Und ich denke mal, viele andere Spieler haben jetzt oder stecken in der gleichen Misere wie ich, stelle ich auf Deutsch um oder nicht? Also wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt hier einfach mal einen ganz neuen Charakter erstellen. Das trifft es ja am ehesten, um mal zu sehen, wie ist das. Wir werden einfach mal einen ersten Akt so ein bisschen anspielen und dann werden wir mal gucken, was wir da alles entdecken. Also ich denke mal so bis zum ersten, ich weiß gar nicht, wie heißt das Ding auf Englisch, Weathered Stone oder so. Bis da hatte ich mir so gedacht, also wir gucken jetzt einfach, wir starten jetzt einfach mal an. Also ich werde jetzt erstmal einen Charakter erstellen. Ich denke mal, ich werde hier einfach mal die Harbinger League nehmen. Ja, das ist schon okay. Und hier autark. Das ist ein böses Wort. Ich denke mal, da wissen viele auch gar nicht, was das genau bedeutet. Ne? Also das heißt, man ist für sich ganz allein. In Englisch würde das heißen Solo Self-Found. Das heißt, alles, was ihr habt, könnt ihr nur selbst verwenden. Und ihr könnt nicht mit den anderen Chars aus eurer Gruppe, könnt ihr eben nicht tauschen. Und also in der Stash nicht tauschen. Und ihr könnt auch im Prinzip mit anderen Charakteren nicht tauschen. Also ihr könnt nicht so ohne weiteres in der Gruppe spielen. Ich nehme das, ich lasse es mal weg. So, wollte ich gar nicht haben. Also machen wir einfach mal. So, dann wähle ich mal eine Klasse. Ich nehme jetzt mal, oh, jetzt bin ich mal gespannt. Der Templar heißt auch weiter Templar. Genau, dass er die Sprache weiter auf Englisch ist, hatte ich ja schon mal gesagt. Aber jetzt kann man hier auch ein bisschen die Beschreibung eben mal lesen. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Bin ich mal gespannt. Ich habe ja mal versucht, das stümperhaft zu übersetzen. So, aber ich wollte eigentlich die Waldläuferin tatsächlich haben. Duelland, okay. Enfantin. Okay. Waldläuferin, ja, dann nehme ich doch mal. Na komm. So, einfach mal schnell einen Namen ausgedacht. Der muss ja nicht sein, die wird ja nicht für die Ewigkeit sein, sondern die wird jetzt wirklich nur diesem Deutsch-Test hier einmal dienen, wie gut und schlecht er ist. Also man kann jetzt hier schon sehen an den Texten, also die sind schon gut übersetzt. Nimmt ihr was nicht euer wahr, wie eine Krähe, die unsere Früchte stiehlt, ein streunender Hund, der unsere Schafe reißt. Oriath wird von Menschen bewohnt und nicht von Tieren. Erinnert euch daran, Waldläuferin, wenn Vraeklust euch das wahre Tier zeigt. Also, ich sag mal, die Texte sind bis dato schon stimmungsvoll übersetzt. Ich hatte letztens auch irgendwie vom, ich glaube GameStar war das, einen kurzen Test gelesen. Auch die waren eigentlich ganz positiv angetan. Sollen so ganz klitzekleine Fehler drin sein. Wir werden uns davon einfach jetzt mal auf die Schnelle überzeugen. Ja, ich selber bin ja immer noch ein bisschen hin und her gerissen. Aber schnell einen Namen ausgedacht. Oh, ist das immer die Hölle. Oh, und dabei ist der Name gar nicht so wichtig. Und trotzdem fällt mir gar nichts ein. Oh, nein. Komm, mal gucken. Ich will mal sehen. Freitag. Mal gucken, ob der Name schon vergeben ist. Der ist doch bestimmt schon vergeben, oder? Ja. So. Ich nenne jetzt einfach mal Deutschtest. So. Ich glaube, der wird noch nicht vergeben sein. Will jetzt gar nicht so einen stimmungsvollen. Der Zwielichtstrand. Also am Twilight Strand. Spieler derselben Gruppe betreten dasselbe Gebiet. Also bis hier alles super deutsch gut übersetzt. So, alle Tutorials überspringen. Wollen wir ja eigentlich gar nicht. Gegenstandsfilter erfolgreich geladen. Also mein Loot-Filter. So, wir haben den. So, einfacher Bogen. Sterbender Verbannter. Na komm. I've not seen a wilderness like this before. So. Wir beide sind die Einzigen, die es an die Küste geschafft haben und noch leben. Hier wimmelt es geradezu von kriminellem Gesocks. Sucht euch etwas, mit dem ihr euch verteidigen könnt. Gut, dann schnappen wir uns einen Bogen. Linksklick, um mit Nicht-Spieler-Charakteren zu sprechen. Okay. Ja, ich lasse das aber trotzdem mal an jetzt. Alles klar, ich tippe das mal weg. So. Das sollte für den Moment genügen. Ich sehe Rauch aufsteigen, östlich von hier. Ein Ausflug dorthin könnte sich lohnen. Vielleicht gibt es dort, genau.
Und dann passiert auch schon das. Gefräßiger Leichnam. Brennender Pfeil. Gut, okay. Öffne das Inventar mit I. Jawohl. So, brennender Pfeil. Angriff, Feuer, Bogen. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Stufe 1, Mana-Kosten. Naja, steht ein Pfeil, der Feuerschaden verursacht und eine erhöhte Chance hat, sein Ziel zu entzünden. 50% des physischen Schadens wird in Feuerschaden umgewandelt. Okay. Vorsichtigkeit des Basisschadens. 10% verstärkter Brandschaden bei Gegnern. 20% Chance, Gegner zu entzünden. Gut. Okay. Ist nun deiner. Genau. Okay. Also bis dato ja schon mal gar nicht so schlecht. Sag ich jetzt einfach mal. Mal gucken, wie denn die Gegner so heißt. Ich bin noch mal gespannt so. Also, Wasserleiche. Wasserleiche und tot. Also ich kann bis jetzt nicht meckern. Scheint mir recht gut, also wirklich übersetzt zu sein. Gut, ein Fass, da ist jetzt auch nicht so der Schwierigkeitsgrad unbedingt dabei. So, was haben wir hier? Wasserleiche. Wasserleiche. So, und da auch. My mana is gone. Ja gut, das ist natürlich halt so ein bisschen was, muss man halt noch wissen. Aber das ist ja eben so ein bisschen der Haken auch. Schon immer gewesen. Das Spiel ja neuerdings generell, also auch wenn sie neu kommen und schon auf Deutsch erscheinen, das ist ja leider gesplitterter Turmschild. Das ja leider vielfach auch von Haus aus der Text dann auf Deutsch ist, aber der gesprochene Text trotzdem auf Englisch, ne? Und das ärgert mich dann tatsächlich immer ein bisschen, wenn man das schon kauft und es ja auf Deutsch ist und dann stellt man mit einmal fest, ist ja doch gar nicht auf Deutsch, also nicht richtig auf Deutsch. So. Unterstützung, also eine Support-Game an der Stelle. Projektil, also unterstützt Projektilwaffen. Unterstützt Projektilfertigkeiten. Projektile von durchbohren, 2 zusätzliche Ziele. Okay. Ja, gut. Dann werden wir doch einfach mal gucken. Einfach mal hier ein bisschen, so, ein bisschen weiter laufen. Bin mal auf den ersten Gegner gespannt, auch auf die ersten. Vielleicht schaffen wir sogar noch eine Begegnung mit einem Meister, wer weiß. Also ich kann jetzt bis hier eigentlich dato nur sagen, das ist gar nicht schlecht. Ich finde auch, es ist ein bisschen leichter geworden, das Spiel jetzt auf Deutsch. Kleiner Scherz. Nein, natürlich nicht. Sandspucker, okay, das passt aber auch. Also ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das persönlich jetzt recht gut. So, dass ich jetzt hier nicht mich beschweren kann. Zurzeit würde ich sagen, Hillock. So, tötet Hillock. Der Gegner am Tor, okay. Gut, das ist natürlich hier mit der Waldläuferin doch sehr, sehr einfach. Weil man eine Fernkampfwaffe hat. Also da kommt er nicht so leicht hinterher. So. Kann man auch mit den normalen Sachen. Oh. Na, komm. Du, gib auf. Sehr gut. Du hast einen Fertigkeitspunkt bekommen, weil du aufgestiegen bist. Klicke hier. Also super übersetzt. Rohlederhandschuhe, hochwertig sogar. Bäuerliche Schärpe, einfacher Bogen, verrostete Klinge, einfacher Bogen. Das macht es einem schon ein bisschen leichter. Öffnet die Übersicht eurer passiven Fertigkeiten, weist euren passiven Fertigkeitspunkt zu. Wollen wir gleich mal machen. So, das ist jetzt hier. Also ich kann jetzt Projektilschaden oder Ausweichen und Leben. Ich nehme jetzt mal Ausweichen und Leben. Das ist ja jetzt nicht so entscheidend. So, dann habe ich einen Hinweis von Bommalunda bekommen. Ich hoffe mal, dass das auch hier klappt. Und zwar ist es so, dass wenn man, ich will es einfach mal ausprobieren, dass wenn man die englischen Begriffe, das ist interessant für Leute, die umsteigen, wenn man die englischen Begriffe einträgt hier oben, dann werden wohl auch die deutschen Sachen angezeigt, aber das ist nicht mehr so. Also zumindest hier im Skilltree ist es nicht so. Wir wollen mal gucken. Leben. Ja gut, das wäre hier schon so. Ich will doch mal kurz gucken. So. Schmeiß das da mal rein. Wir werden nachher mal ein bisschen was ins Inventar schmeißen. So, weil da kann man ja auch suchen. Ich will mal sehen, ob denn das da geht. So. Wir werden das einfach mal austesten. Wir sind ja gleich da. Und dann werden wir mal gucken. Löwenauge ist wach. Fläschchen werden aufgefallen, sobald du eine Stadt betrittst. Jawohl. Stimmt.
Jetzt verstehe ich das auch. Nein, nein, nein. Aber muss sagen, also ich bin positiv überrascht bis jetzt. Oh, hier ruckelt es ein bisschen. Briefe der Verbannung. Uiuiui. So, Truhe. Da will ich mal ein bisschen was reinschmeißen. Ich habe natürlich ein bisschen was in der Truhe. Ich habe ja einen Helden in der Harbinger League. Von daher kann ich natürlich jetzt hier, weil ich eben nicht dieses Autark genommen habe, kann ich das eben hier auch benutzen. So, und das sind ja Glophis, ne? Glaube ich. Glophis. So, er zeigt das aber nicht wirklich an. Kann ich jetzt nicht sagen. Nee, das läuft nicht irgendwie. Also sowas zeigt er hier dann doch nicht an. Dann war das, oder sie haben es wieder rausgenommen. Am Anfang soll es vielleicht sogar so gewesen sein, dass man, oder bei den Gems, dass es da vielleicht geht. Ich weiß es nicht, ich werde die hier mal reinschmeißen. So, jetzt wäre natürlich halt nur die Frage. Also das war ja auf alle Fälle was mit Arrow. Nein, er zeigt das aber nicht an. Also das funktioniert dann doch nicht. Dann ist das hier gerade eine Fehlinformation gewesen. Bommalunder, Mensch. So, oder du hast mir was anderes geschrieben und ich habe das irgendwie missverstanden. Habe ich ja jetzt auch nicht anders deuten. So, wir wollen mal ganz kurz gucken. Ist denn vielleicht sogar ein Bogen hier ein bisschen besser? Nein, das kann man natürlich mit der Alt-Taste vergleichen. So, wenn er denn ausgerüstet ist, funktioniert das ja in der Regel, dass er oben die Unterschiede anzeigt, ne? So, er will, aber das Schild kann ich gar nicht verwenden, aber die Handschuhe kann ich auf alle Fälle verwenden und den Gürtel kann ich auch verwenden. Das schmeiße ich jetzt hier auch einfach mal rein. So, und dann wollen wir mal schauen, was hat Nessa zu erzählen? Euch habe ich schon einmal gesehen. Ja, auf Orion. Ihr seid wie ein verängstigtes Häschen vor meinem Vater und seinen Wildhütern davongelaufen. Flink wie ein Fuchs wart ihr, selbst mit dieser schmackhaften Wildkeule über eurer Schulter. Und wie ich bei eurem Kampf gegen Hillock gesehen habe, seid ihr sogar noch flinker geworden. Ich bin Nessa und ich schulde euch wohl Dank dafür, dass ihr uns von diesem grässlichen Riesen befreit habt. Ich hoffe, eure Wendigkeit lässt euch nie im Stich, Waldläuferin. Also textemäßig, muss ich sagen, ist das echt gut gemacht. Also super übersetzt. Also sind jetzt nicht irgendwelche riesen Kinken drinne. Ich kannte jetzt auf ad hoc auch bis dato keinen Rechtschreibfehler irgendwie entdecken. Auf Wiedersehen. So, Bestel. A ravishing ranger relegated to rot in Rayclast. Ja, okay. Also auch da, ne? Irgendwie keine fiesen Rechtschreibfehler drinne. Atmosphärisch geschrieben das Ganze. Kann ich mich auch nicht beschweren. Untere Möwe, oder besser gesagt, ich war es, der mein Schiff liegt auf Grund. Genau. Okay. So, sucht auf der Gezeiteninsel nach der Medizintruhe. Das wird schon eine Umstellung sein. Gut, Navali habe ich natürlich schon da, einen Anfänger hat sie da an der Stelle noch nicht. Fine work with Hillock. Where'd you learn to fight like that? No, forget I asked. We exiles have no history. Dominus took it from us. Also es wird ganz spannend. Ich hatte ja ohnehin vor, Schrapnellschuss. Finde ich interessant. Aber ich habe da leider natürlich keine, aber ich kann den Damen reinmachen. So. Stay sharp out there. Gar nicht schlecht. So, zur Küste. Wir wollen weiter, wir wollen weiter, wir wollen weiter. Gib niemals deinen Passwortpreis. Nein, meine ich. Also wie gesagt, also zu diesem Zeitpunkt, ich kann mich nicht beklagen. Also ich glaube, das wird echt spaßig. Ich plane ja irgendwie nochmal ein neues Let's Play. Dann wirklich um die Story, die ich so vorher ja ansatzweise dann zugegebenerweise auch mal nicht verstanden habe. Wollen wir mal den Schrapnellschuss ausprobieren. Oh, gar nicht schlecht. So, umwickelte Scherbe. Ja, okay, das stimmt sogar. Treibholzzepter, alles klar. So, ich will gar nicht so viel mitnehmen. Ich brauche den Kram ja nicht. Hochwertig ist dann immer der Hatzia Quality. So, und dann schauen wir einfach mal. Halte Umschau, um auf der Stelle anzugreifen. Nee, das will ich aber nicht. So, aua. So, das wäre übrigens auch nochmal was. Die Waldläuferin, da wird es ja irgendwann, wenn das Display dann mal so richtig startet, ja. Ich denke mal, das wird dann Dezember werden. Ich wollte das gerne mit der neuen Liga verbinden. Und dann wird es ja auch wieder eine Abstimmung geben. Und dann hoffe ich einfach mal, dass ja vielleicht sogar die Waldläuferin wird. Ich glaube, da hätte ich direkt mal Lust dazu. Aber ich lasse mich natürlich auch gerne überraschen. Und ihr wählt dann einfach was anderes aus. So.
Stufe ansteigen, erhöhst du die brennende Pfeil Gemme hoch, mit ohne die Gemme hochzustufen. Das war übrigens so ein Kritikpunkt, ne? Das Ganze Gemme zu nennen. Also in dem Test, den ich da gelesen hatte. Dabei passt das ja eigentlich genau genommen gar nicht so schlecht. Also es ist nicht die typisch direkte Übersetzung. Das kann man jetzt natürlich nicht behaupten. Aber ich glaube, ich muss hier mal zusehen. So, quatschen und hier gleichzeitig spielen, ne? So, so doch nicht. So, ich habe auch kein zweites. Du kannst die, genau. Jawohl. Schriftrolle der Weisheit wollte ich aber nicht haben. So, und ich muss gleich nochmal umstellen hier. Natürlich jetzt hier leider. So, da will ich nur bewegen. Haben. So, also die hätte das jetzt unter Umständen ein bisschen schwerer. Aber ich habe mir auch nicht viel Mühe gegeben, ne? Muss man auch dazu sagen. Ich habe die jetzt nicht doll ausgerüstet. Ich nehme ja auch nie was mit hier irgendwie. So, die könnten wir natürlich auch noch anziehen. Dann wird schon ein bisschen leichter. So. Also, ja, was suche ich? Ich suche hier diesen Fels mit der ersten, Erzählung, was hier eigentlich los ist auf Rayclass. Den wollte ich mir gerne mal angucken. So, siehst du, geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. So, ich müsste vielleicht noch mal ein bisschen treffen üben, ne? Aber da hättest du der nicht richtig Lust. Ne, ihr seht, ich bin auch richtig schlecht da drin. So, Leben. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal, genau, den Weg werde ich jetzt hier einfach mal machen an der Stelle. So, ein bisschen Leben dazu. Schrift, ach, brauche ich alles gar nicht. Nehme ich jetzt auch mal nicht mit. So, ein bisschen Mana können wir nochmal wieder auftanken. Und dann sind wir auf der Suche nach dem Übergang und nach der Erstschriftrolle. Das möchte ich mir gerne noch ansehen, wie das da ist. So, uralter Bogenschütze. Also wie gesagt, das passt eigentlich auch ganz gut. So, ich habe natürlich keine Standardattacke mehr jetzt gerade. Und da verliert die schon fleißig Leben. Muss man ein bisschen rumlaufen. Das Schöne ist eben, dass sie auch relativ weit weg sein darf, die Waldläuferin. So. Da könnte man natürlich dann als nächstes auch Blitzschaden ein bisschen erhöhen. Ja, wie gesagt, also bis jetzt gefällt mir das richtig gut. So, verweste Schnitzarbeit, okay. Die habe ich gesucht. So. My Mana is gone. Ja, jetzt ist mein Mana aber weg. Einfach weg. So, ich habe die auch noch nicht so richtig ausgerüstet. So, komm her. Verwitterte Schnitzarbeit, da will ich nämlich runter. Das will ich mir nämlich gerne mal angucken. Mensch, geh weg. Abgetragenes Wams. Gefehlter Leichnam. Wilde Krabbe. Also ich kann jetzt ernsthaft nicht wirklich beschweren. Ich könnte jetzt nicht sagen, oh Mann. Blöder Deutschpatch. Wäre das doch bloß nie übersetzt worden. Kann ich momentan nicht machen. Weil das eigentlich gar nicht so schlecht ist bis jetzt. Ja, Mana ist ein bisschen. Das ist ein bisschen mau, ne? Gefehlter Leichnam will ich gar nicht. Ich will hier jetzt endlich zu der verwitterten Schnitzarbeit. Kahn's canoe struck this sand with the force of destiny. Ja, at his back, the greatest war host in Cardu history. Okay, das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Das wird nämlich gerade ein bisschen ungemütlich hier. So, jetzt aber nochmal. Kahn's canoe struck this sand with the force. Doch in Ruhe. Ich will doch nur mal gucken, wie das ist hier. Also. Kahn's canoe struck mit der Macht des Schicksals landete Kaums Kanu an der Küste an. In seinem Gefolge bändigten die größten Truppen in der Geschichte der Karui die wilde See und ihre Kanus vereinten sich eins nach dem anderen mit dem Land. Löwenauges Gemlinge empfingen uns mit glänzendem Metall und kühlen Worten. Da übrigens das Gemme her, ne? Von Gemlinge. Kaums Echsen ließen ihre Verzweiflung verstummen. Markus, Löwenauge, kämpfte tapfer bis zuletzt. Könnte ich jetzt auch falsch ausgesprochen haben. Kaum ehrte ihn mit einem Platz an seinem Gürtel.
has shown Rayclast our Kardui strength. Okay, so lernt man dann auch die Geschichte. Und das ist natürlich gerade für ein Rollenspiel, ist es immer gar nicht schlecht, wenn man ein bisschen was von der Geschichte mitbekommt. Und das ist natürlich immer schade mit dem Englischen, wenn man nicht ganz so fit ist. Also ich bin da ja so der Einäugige unter den Blinden. Das ist ein bisschen schade. Also, ich kann jetzt von meiner Seite aus einfach sagen, also die deutsche Übersetzung ist für meinen Geschmack relativ gut gelungen. Also ich hatte mir den ja auch schon angeguckt, aber wenn ich mir das jetzt hier mal angucke, ich will doch mal gucken. Im anderen spiele ich ja zum Beispiel hier die Minions. So, mal gucken. Kreaturenleben und Chaoswiderstand. So, was haben wir denn noch Schönes? Wo sind denn die ganzen... Ist das nicht da auch? Ja, an Zombies, Skeletten, Chaoswiderstand. So, was haben wir hier? Kreaturenleben, Lebensraub, Lebensregeneration. Also ich sag mal im Prinzip, gut, Korrekturpunkte, obwohl es ist richtig, ne? Also ist ein blödes Wort, aber es ist einfach richtig. Also super übersetzt für meinen Geschmack, jetzt zumindest am Anfang. Ich denke mal, ich werde der deutschen Übersetzung, es ist natürlich immer hart, wenn man schon eine Weile spielt, dann hat man sich ja mittlerweile auch an die englischen Begrifflichkeiten gewöhnt. Super wäre natürlich so ein Ding dazwischen, ne? Also man behält die alten Itemnamen, aber die Texte, die restlichen Texte alle auf Deutsch, wenn man das irgendwie auswählen könnte, so eine Kombi-Variante. Neueinsteigern kann ich wirklich hier ans Herz legen. Also überlegt euch das gut. Also spätestens dann, wenn ihr handelt, und das sind nun mal internationale Spiele, das heißt, dann sind die englischen Begrifflichkeiten da. Wenn ihr im Wiki mal was nachgucken wollt, das gibt es zurzeit nur auf Englisch. Dezenter Hinweis auf meine Tutorials in Deutsch. Ja, also, ich würde mal sagen, deutsche Übersetzung ist gelungen, haben sie gut gemacht. Da werden noch diverse Fehler drin sein, aber das werden wahrscheinlich alles so ein bisschen Kleinigkeiten sein. Die wird man dann auch wirklich nur beim Durchspielen entdecken. Also für, ich habe schon viel Stümperhaftes gesehen, ihr bestimmt auch alle auch. Super gemacht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, das war interessant für diejenigen, die jetzt vielleicht wirklich mit sich hadern. Soll ich nochmal einen zweiten Anlauf wagen oder ist das total schlecht übersetzt? Es ist super übersetzt. Du kannst einen zweiten Anlauf wagen. Und für diejenigen, die noch mit sich hadern, ja, jetzt habe ich mich 2-3 Jahre an das Englische gewöhnt. Soll ich wirklich... Also man kann es machen, man muss es nicht machen. Ja, man kann es aber wirklich machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. By the divine authority of the Templar, you are hereby exiled to the forsaken shores of Rayclast. You have transgressed against God and consorted with sin. Find your redemption, exile, or die in the attempt.